Ja, weiter geht's hier bei Far Cry Nummer 4. Beim letzten Mal waren wir im Knast. Ja, das war ganz lustig. Und jetzt sind wir. Ja, wir sind irgendwo. Wo genau? Ja, wir zünden uns an. Das ist auch immer eine gute Sache. Ist hier nicht diese Arena? Hier ist die Arena. Wir können mal so ein bisschen Arena machen. Ja, komm, let's go. Eine Runde. Wir sind ja erst Rang 3 und ich glaube, wir mussten irgendwie Rang 10 sein oder so. Ich ziehe mir das Mikro ein bisschen näher. So. Ja, komm, wir machen das einmal. Hier nochmal alles so ein bisschen weiter weg. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz, wenn wir schon in der Arena kämpfen. Na, klasse. Ja gut, ihr könnt euch ruhig gegenseitig killen, kein Problem. Was war das? Ich nehme es, was auch immer du bist. Hallöchen. Ich hätte gern ihre Waffe. Vielen Dank. Hallöchen. Was auch immer sie haben, ich nehme es. Ja, war okay. Ich brauche irgendwie was zum Heilen oder so. Hallo. Ich verstecke mich hier mal ein bisschen. Die können mich ja ruhig sehen, das ist ja an sich kein Problem. Die halt nicht, das ist das Problem. Und der Rest kann sich halt meinetwegen gerne selbst killen. Kein Problem. Hallo. Na gut, zumindest die Waffe hätte ich gern gehabt. Da ist einer. Noch jemand? Da ist der. Die Schalter sind jetzt für eine neue Wettrunde geöffnet. Natürlich kommt hier jetzt keiner raus. Hallo. Ein Kampfrat kann Sie bei Abgabe des Wettscheins vorschlagen. Oh oh. Feuer. Ich könnte ein bisschen Munition gebrauchen. Hat es euch nicht gefallen? Sollte es aber, sie gaben ihr Leben für eure Unterhaltung. Komm schon. Mann, es geht nie da auf, wo ich es brauche. Ich muss mich mal kurz verstecken. Die können sich da gerne gegenseitig die Köpfe einhauen, kein Problem. Wer nicht betet, kann nicht gewinnen. Ganz einfach. Ich denke mir mal, ist das Munition? Aber es ist halt nie welche, das ist das Problem. Oh shit, der hat mich jetzt gesehen. Autschi. If
frechen Miststücke. Wo ist der Typ? Mann. Mann, geh doch irgendwo hin, wo man dich auch gebrauchen kann oder so. Oh, your creepy mom ist da. Hallo, hallo. Willkommen im Chat, I guess. Oh Mist. Das war jetzt dumm. Liegt da einer? You haven't put a game for the stream, if you know what I mean. Oh, yeah, you're right, I forgot. Just a second. Was spielen wir eigentlich? Ach ja, stimmt. Please refresh. Thank you for letting me know. Wo sind die denn? Ach so, ja. Hallo, ich brauche deine Munition. Ach komm, was ist das für ein Keck? Wunderbar. Da habe ich mir natürlich wieder direkt das richtige Tor ausgesucht. Kann man anders nicht sagen. Oh. Gut, das war's dann wohl, aber wir haben es weit geschafft. Neuer Rekord. Okay, was haben wir bekommen? Achso, ja, wir sind weit gekommen hier, hör mal. Wir haben ein paar Punkte bekommen. I got my new phone case and screen protector yesterday. Okay, and what's your review about it? Good, okay, that sounds awesome. Wo wollen wir... Achso, ich wollte ja stimmt, ich wollte mehr von diesem Dingens machen, ne? Von diesem Karma-Kram. Wo müssten wir denn theoretisch hin? Ich würde sagen, wir machen uns einfach auf den Weg zu so einem Turm. Wir können ja so die drei heute machen. Und dann schauen wir einfach. With this phone case, it gave me two other screen protectors that I didn't use because I had a better one. That sounds funny. Von einem geheimen Ort aus, für den Sender Fleischkühler. Vor einer Weile bat ich euch mitzuschreiben, was Paganin eurer Meinung nach in seinem Goldbeeren versteckt. So, okay, wir schauen mal, dass wir diese Karma-Mission machen, wenn uns welche auffallen. Wenn wir irgendwelchen Lastwagen begegnen, nehmen wir die hoch. Wir machen jetzt einfach alles. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Was ist das da links? Was ist das?
Feindlicher Konvoi, okay. I got one of these privacy screen protectors too, which is what I ordered. Okay, and does it work? Gut, I mean, warum auch auf der richtigen Seite aussteigen? Mann, nimm doch die gute Waffe. Ja gut, das hat sich ja gelohnt. When I'm on full brightness, you can see some of it at an angle, but not enough to see what I'm on. Oh, okay. That sounds pretty good. Ist hier eine Mission? Hier ist Amita, das wusste ich gar nicht. Naja, ich würde sagen, wir behalten den Plan trotzdem bei. Wir haben 6 Fähigkeitspunkte, das klingt auch gut. Okay. Das verstehe ich noch nicht ganz, aber ich sehe auch nicht ganz den Sinn. Vor allem das mit den Spritzen, ich benutze das halt nicht. Aber okay, wir können es uns einfach mal gönnen und dann schauen wir es uns an. Das kostet nur einen Punkt. Nehmen wir das noch mit dabei. Wir brauchen dafür rote und gelbe. Können wir das dann hier machen? Ja, wir behalten den Plan bei. Deine neuen Spritzen zu sehen. Okay. Und wie kann ich das jetzt herstellen? Eine Logik, die man irgendwie nicht verstehen muss. Achso, wir haben keine gelben Blätter, ich verstehe. Okay. How are you today? I'm good, I guess. Today nothing bad happened, so I'm good. I'm glad to be alive. And how are you? Da haben wir eine gelbe. Holen wir uns das mal. Wo? Ach so. Okay, und jetzt haben wir hier das. Das und das. Ah so, okay, ich verstehe. Gut, das war jetzt nicht ganz mein Plan, das direkt zu benutzen, aber ist okay. Good, I got 5 Spanish cents yesterday. I wasn't in Spain either. I just found it in a tub. That sounds awesome. I mean, 5 cents are 5 cents, you know. Oh, ich merke gerade, dass mein Dings noch offen ist. Naja, gut, jetzt zu. And I also had one US dollar so from this same tub. Oh. Okay, interesting, interesting. Ach komm, als ob du da nicht runterfällst, du Kek. Wem willst du das erzählen? One cent, not a dollar. Ah, okay. But I would take the dollar too. Ich brauche dieses Karma-Ding. Moment. Los!
noch jemand. Wunderbar. Wait, can for example could a Spanish cent work in Germany as is the same currency? Yes, it works in Germany too. Sometimes I have like money from Belgium or something. So the Spanish cents work in Germany too. Gut. Als ob der da nicht runtergefallen ist, der Kick. Was glaubt er, wer er ist? Do you want 5 cents then? I think you should keep it for your next visit in a country that uses the Euro. Because you get a lot for 5 cents, you know? Was ist denn hier wieder los? Den fahre ich jetzt platt. So. From 2005, I think. Yeah, in 2005 there was already the Euro, so. I think you can use this. Ach komm. Was ist denn hier los? Gut. Wo der gelandet ist. Naja, immerhin gibt's Karma, weißt du? Dazu sage ich nicht nein. I mean, if the UK ever joins the EU again and switches to the Euro, I already have some spending money. Yeah, you're right. Ach, wie der immer direkt eskaliert im Radio. Wieso muss man immer so eskalieren? Gut. Ab hier ist eh unbekanntes Land, also, blöd gelaufen. Wo ist denn hier das Gelbe? Achso. Was bräuchte ich dafür eigentlich noch? Warte mal, wir können einmal gucken. So, so und so. Okay, wir können eins herstellen, aber wir werden das nicht direkt benutzen. So. Boah, die Musik alleine nervt mich schon. Ich bin froh, wenn wir den hier gleich abgesetzt haben. Hallöchen. Gut. So. So sind wir den immerhin direkt los. Was ist das? Bruder, ja gut, das ist immer interessant, nicht? Dann würde ich sagen, wir holen uns nur einmal kurz. Wunderbar. Hier ist irgendwo eine Kiste. Hier. Nehme ich. Und dann haben wir auch direkt wieder ab. Wer ist das? Ach so. Brauchen wir das für irgendwas? Keine Ahnung, wir nehmen es einfach mit. Lecker, lecker. Bahar-Fell, okay, kenne ich nicht. Ach Gott, die Musik. Hier gibt es viele gelbe Blätter, sehe ich gerade. Da haben wir noch irgendeinen Vogel platt gefahren und da ist auch schon der erste Außenposten.
des Goldenen Tages hat beängstigende Ausmaße angenommen und muss beendet werden. Paganin persönlich fordert sie daher auf, sich bei der Royal Army zu verpflichten und gegen das Böse zu kämpfen. Genau, kämpft gegen das Böse. Es ist Böses im Busch. Sollte man sich immer gut merken. So, okay. Ist hier jemand? Will hier jemand Streit? Aber ich muss sagen, ich liebe diese Türme irgendwie immer noch. Jetzt gerade noch ein bisschen mehr als vorher. Ich war zwischendurch ja so ein bisschen abgefuckt davon. Ich muss ja immer so wieder so ein bisschen umorientieren hier. Aber, ja. Hallo, was soll ich tun? Ich finde es aber ganz cool. Also es macht schon irgendwie Spaß. Pfeile brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Lass mich durch. Ich muss rein. Has the construction life stopped? I think it's paused. It's not stopped because at the end of the month there will be construction again. So, yeah. And then in December there will be construction again. I love it. But maybe I get some new shit or something, I don't know. Let's pray for this. Lesen. Nein, 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 ich weiß, bla 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 bla, möge der König mir meine Freiheit verzeihen. Meine was? Feigheit, ach so, ja gut. Los! Interessant. Was ist das für ein Laden? Naja. Wir müssen sowieso runter. Hallo. Medikits nehme ich immer gerne mit. So. Okay, hier ist jetzt frei. Jetzt ist die Frage, das ist halt auf dem Weg, ne? Dann würde ich sagen, den Laden holen wir uns kurz. Wir gehen erstmal irgendwie auf den Berg und schauen uns den ganzen Scheiß an und dann übernehmen wir den Laden einfach. So. Wiedersehen. Das ist mir zu schwierig. Oh, ein neues Follower. Moment, ich muss kurz lesen. Elisei hier, heißt es so? Ich hoffe schon. Danke für dein Follow. Vielen Dank. Just I follow you on Twitter, hope you follow back on... I will check this later.
I have a little bit trouble over here, you know. Ja, wunderbar. Och man, was soll denn das? Das wird ja auch immer mehr. Ich hau gerade mal ab, damit die mich nicht sehen. Ach komm, als ob das jetzt drei sind. Na gut. Damit hat sich das auch erledigt. So. Tu das nicht, Mann. Och nö. Es hat doch so gut geklappt. Der Arsch war's. Naja. Was, hier ist noch irgendwo ein Alarm? Oben? It's a new game today too, I hope so. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich gehe. Wiedersehen. Weiter schießen. Nicht nerven. Wir kommen von der Straße. Ach, leck mich. Nimm doch diese Waffe. Was ist denn los mit dir? Ach komm. Wunderbar. Wie viele kommen hier denn plötzlich? Be right back. Okay, see you soon. Ach, leck mich doch. Wie unfair. Gut. Immerhin einer von uns. So. Jetzt kommt mal rum hier. Die können ruhig wissen, dass ich hier bin. Wo ist der Typ? So, reicht auch. Oh Gott, war das nervig und anstrengend. Hallo. Was auch immer sie dabei haben, ich nehme es.
Nein, ich will meine Waffe behalten. Die scheinen hier aber auch irgendein Wolfsproblem zu haben. Oh, hier war sogar einer gefangen. Hier, wunderbar. Danke, dass du mir nicht geholfen hast. So. Wo ist der Shop? Muss ein bisschen was kaufen. Was ist das? Irgendeine Kiste, nehme ich. Hallo. So. Verkaufen. Schnellverkauf. Ja, bitte. So, okay. Wie viel Geld haben wir denn jetzt eigentlich? Immer noch 800.000. Erstmal Munition nachfüllen hier. Jetzt nehme ich alles. War dieses Schützenhilfe-Upgrade nicht, dass mir irgendjemand hilft? Okay. Ich will nicht sterben. Gut. Danke, dass du es mir sagst. Danke für die Info. Merke ich mir dann vielleicht für später. So. Gut, wir machen einen Abgang. Und zwar wollen wir hierher. Und auf dem Rückweg ist dann noch ein Außenposten. Dann fahren wir vielleicht zu noch einem. Und dann ist auch Sense für heute. Zumindest mit der Folge hier. In der Folge machen wir jetzt wirklich nicht so viel Inhaltsmäßiges. Also, ja. Aber das hatte ich ja schon, glaube ich, angekündigt. Auch beim letzten Mal. Dass wir jetzt so ein bisschen so Karma-Missionen machen, wenn wir überhaupt welche finden. Wir haben bisher noch keine gefunden. Oder doch, ich glaube schon, aber ich bin irgendwie die Hälfte der Zeit gestorben. Naja. Oh, töte die Wache und rette die Geiseln. Ja, wunderbar, da bin ich hier genau richtig, ne? Okay, ich muss erstmal in die Hocke. Muss mich verstecken hier, bis mit meiner Kamera gucken. Wo sind hier die Geiseln, wenn ich fragen darf? Hat er sich einfach so erschreckt, dass er einen Herzinfarkt bekommen hat? Sieht nämlich irgendwie so aus. Was ein Scheiß. Ich fühle mich wirklich verarscht. Ich habe ihm doch voll in die Fresse geschossen. Verstehe ich nicht. Ja, ich denke, mehr Geiseln gibt es hier auch nicht, ne? Okay, ich habe eine Maske gefunden, wunderbar. Aber mit der Geisel, das habe ich jetzt nicht verstanden. So. Wir fahren hier direkt an dem Außenposten vorbei. Ich gebe einfach mal Gas, damit die mich nicht sehen. Okay, da ist schon der Turm. Den holen wir uns erstmal als erstes. Und dann, ja, schauen wir mal. Die Karma-Mission hat wunderbar funktioniert. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums.
Ach nö, da müssen wir hochklettern. Ich sehe das ja schon. Kackministerium für ihren Müll da. Das fand ich bei Far Cry 6 sogar ganz cool, dass man sich da halt wirklich so Ministerium für Ministerium vorgeknüpft hat. Ich muss auch sagen, in Far Cry... Nee, Far Cry 6 war es. War es Far Cry 6? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Das fand ich ziemlich cool. Und ich muss sagen, ich hatte eigentlich auch eine Menge Spaß, muss ich sagen. Also es war schon ein gutes Spiel. Ich bereue nicht, dass ich es gespielt habe. Ui. Hallo. Ich bin friedlich. Ich bin friedlich. Tschüss. Ihr könnt da ruhig in eure Berge bleiben. Die musst für mich abfall. Oh, ich habe letztens wieder ein Best-of zu der Dame geguckt, ne? Ich bin gestorben. Vor Lachen. Der Peter heißt für mich jetzt Berg-Peter, weil er immer so viel in die Berge ist. Oder Berge geht. Ach, diese Frau, ich sag's euch, die bringt mich ins Grab. Und immer mit dem Peter des Tages, ey. Also wirklich, es hat mich gekillt. Komplett. Wiedersehen. Viel Spaß in deine Berge. Ich habe keinen Bock mehr auf die doofe Ziege. Die labert mir zu viel Unsinn. Damit hat die mich gekillt. Also ich sag's, wie es ist. Da war vorbei bei mir. Meine Darknet-Bestellung kommt nicht an. Ja, da kommt vielleicht was anderes an. Och Mann. Immerhin war das mal was Neues. Also, muss ich sagen, ich bin begeistert. Scam. Ja. Wer weiß, ne? Oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Okay, ich glaube, ich muss hier lang. Und wahrscheinlich das, was anderes ankommt, wird die nicht interessieren. Also ich habe schon öfter mal so gehört, dass ganz, ganz merkwürdige Dinge ankamen. Nur nicht das, was man bestellt hat. Oder, naja. Wo muss ich hier lang? Wahrscheinlich hier lang, oder? Moment, was meinst du mit was anderes? Ich glaube, das sollte ich hier besser nicht erwähnen. Aber ansonsten kenne ich halt nur diese TikTok-Videos. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also so allgemein, die gibt es halt irgendwie überall, solche Videos, wo halt Leute angeblich irgendwas im Darknet bestellt haben. Und dann kamen da so, oder wo Leute teilweise so Leute im Darknet bestellt haben, irgendwie so einen Clown oder so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so super crazy, aber ich wette, das ist eh fake. Erzähl weiter, Clown bestellt und was dann? Also die haben halt zum Beispiel für so eine Geburtstagsfeier einen Clown bestellt. Und dann kam da auch ein Clown an, aber das war irgendwie so ein ultra vercrackter Typ oder so. Und die haben das dann gefilmt und der sah halt so aus, als wäre der so komplett aus dem Leben getreten. Aber das ist mit höchster Wahrscheinlichkeit halt einfach fake gewesen. Aber wer weiß, ne? Kann ja sein, dass es echt war. Warum haben auch irgendwelche Content Creator eine Intention, uns mit sowas zu verarschen?
Nö, safe nicht. Fake, mit Darknet kenne ich mich aus. Na, immerhin. Aber ich denke auch, dass das Fake war. Warum sollten die uns denn auch verarschen? Ich meine, die wollen ja nicht mit den Klicks Geld verdienen oder so. Nein, nein. Das sind nette Menschen. Die haben keine Intention, uns zu verarschen. Oder so. Oh. Bin ich überhaupt richtig? Wo wollte ich eigentlich hin? Hier hin. Naja, da bin ich gar nicht so falsch. Ich weiß, was man wo in welchen Mengen und Qualität kaufen kann und diverse Foren, in denen diverser Content miteinander geteilt wird. Ja, gut zu wissen. Falls ich mal Fragen habe, weiß ich, an wen ich mich wenden kann. Sterbe ich, wenn ich das nicht tue mit dem Fallschirm? Okay, er macht es dann automatisch. Wunderbar. Ich hole mir nochmal so eine gelbe Pflanze. Aber meine Pappen kommen nicht an. Tja. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich deiner Expertise vertrauen kann, wenn du auch gescammt wurdest. Die Wahrscheinlichkeit ist da ja auch so niedrig, gescammt zu werden. Deswegen, das muss an dir liegen. Okay, ich weiß jetzt immerhin schon mal, wo der Alarm ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich wurde auch schon gescammt, aber nicht von einem Händler, sondern der Marketplace ist damals down gegangen. Diesmal aber nicht. Okay, natürlich fängt wieder ein Wolfsrudel an, mich zu attackieren. Warum auch nicht? Ich werfe einfach irgendwo Fleisch hin. Hier. Hier, fangt das Viech. Ich verstecke mich einfach auf einem Stein. Ist das nicht wunderbar? Es hat halt wirklich funktioniert anscheinend, oder? Wow. Das andere Viech hat die halt einfach vertrieben. Meine Hoffnung ist ja, dass die von der komplett anderen Seite vom Land verschicken. Dann kann es schon mal eine Woche dauern. Das kann sein. Ach komm. Einer hat es geschafft. Mistviech. So, schaut euch das an, ihr anderen. Ach komm, als ob ihn das nicht abgeschreckt hat, dass ich hier gerade seinen Kollegen komplett zerlegt habe. Soll letzte Woche Freitag abgeschickt worden sein. Ja, ja, also wenn man was auf Amazon bestellt, was nicht Prime hat, dann kann das auch schon mal in Deutschland so sein. Und die verschicken aus Deutschland. Also vielleicht wurdest du nicht gescammt. Oh. Gut. Okay, ich sehe, dass ich besser dorthin müsste. Ich glaube, von der Seite könnte es besser funktionieren. Wo ist denn... Wo ist Dingens? Ach komm! Wunderbar. Mein Plan hat echt gut funktioniert, glaube ich. So, ich gönne mir jetzt so eine Spritze. Anscheinend bringt es ja was. Ja gut, wenn die in die andere Richtung laufen, dann bringt es natürlich noch mehr.
Ist mir doch egal, wo ihr herkommt. Mich wundert's, dass das funktioniert. Ich schieße einfach total random irgendwo hin und anscheinend funktioniert's. Ich habe voll viele getroffen. Es funktioniert einfach. Bisschen weiter vorne. Hier, viel Spaß. Ja, vielleicht ein bisschen weiter hinten nochmal. Das nimmt einfach alles hier auseinander. Ich lieb's irgendwie. Wie ich einfach nie genau diesen Ort treffe. Gut, ich sollte vielleicht mal die Zielvorrichtung benutzen. Wozu gibt's die denn? Ah, hier ist er. So, viel Spaß. Ach komm. Ja gut, ich glaube, es reicht jetzt auch. Wir haben hier genug Dings gestiftet. Trouble. Stirb. Mach mal nicht. Komm nicht von der Straße. Das passt mir nicht. Schnell, wir müssen wieder zu unserer Rakete. Hat schon mal gut funktioniert. Er rennt. So, hier, viel Spaß. Los. Wie viel Schuss hast du? Unendlich. Das ist das Gute. Okay, es hat anscheinend gereicht. Ich lass dich wissen, wenn ich hier dann mit einem krassen Tipp erscheinen sollte. Ja, mach das mal. Mach das mal, da bin ich gespannt. Das war irgendwie ganz lustig, aber wie hier jetzt einfach alles so total zerstört aussieht. Aber irgendwie auch nicht. Irgendwie ist es irgendwie, weiß ich nicht, es sieht wild aus. Aber ich lieb's. Was für eine Eskalation. Gut, kann ich irgendwo was kaufen? Leck mich am Arsch, pass doch auf! Nein, nein, nein! Naja, die Blätter von Bäumen sind nicht nachgewachsen. Hoffentlich bleibt es so. Aber wir haben ja auch in die Richtung gefeuert und da sind noch alle Blätter, also, wer weiß. Aber es war trotzdem irgendwie ganz lustig. Hey, AJ, was anderes will ich gar nicht. Ach ja, das ist ein gutes Spiel. Ja, die sind mir jetzt irgendwie egal. Ich habe jetzt keinen Bock, die weiter auszunehmen. Wie geht es dir, AJ? Wunderbar, mir geht's wunderbar. Bist du hier, um mich zu retten?
Aber da hat's die Baumkrone nicht erwischt. Wann machst du endlich, wann machst du mich endlich zum Mod, damit ich Link schicken kann? Wieso lieferst du mir ein Argument dagegen? Das ist keine gute Idee gewesen. So, okay. Ja, wir haben schon wieder fast hier Punkte. Achso, wir können auch Dingens kaufen. Dann zum VIP. Ich weiß nicht, ich muss. Google mal, ab wie viel Followern man VIP vergeben kann. Ich glaube, ich hab's mal gegoogelt und das waren irgendwie schon ein paar. Aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ansonsten google ich das später. Aber gut, ich würde sagen, auf YouTube verabschiede ich mich. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und dann schauen wir mal, was hier noch so weiter abgeht. Bis zum nächsten Mal.